So, hallo, wir machen weiter bei Terranigma. Das letzte Mal hatten wir einen langen Bosskampfpart und dann habe ich mich ins Bett gelegt und gesagt, ja, gleich speichern wir. Und die Story geht aber gnadenlos weiter. Denn Fühler steht an unserem Bett. Wach auf! Entschuldige, es ist spät, doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr, jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord des Schiffes bringen, aber alleine? Ich suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du das übernehmen? Yeah! Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Großartig. Ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Ich werde euch später folgen. Passt gut auf sie auf. Ich sehe dich morgen früh an der Hola. Ich zähle auf dich. Was soll das heißen? Wirklich arg? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich? Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist er nett zu älteren Damen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach, nichts. Schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise. So, jetzt aber schnell speichern, damit der Level 22 passt. So. Puh, meine Herren. Dum, dum, dum. Ja, und jetzt ist Roy natürlich weg. Ich weiß nicht, ob wir nochmal mit Roy hätten reden sollen vorhin. Habe ich jetzt halt verhauen, tut mir leid. Das hatten wir schon. Okay, das ist auch nichts Neues. Hast du gehört? Ein Schiff läuft zum neuen Kontinent. Columbo zeigt uns die Route zu dem neuen Kontinent. Ja, das ist doch schön. Hast du noch was zu sagen? Du willst essen? Nein, 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 danke. Lass das mit den gegrillten Sardinen mal sein. Danke. So. Dann können wir uns jetzt. Ich dachte jetzt, ich werde mitten in der Nacht aufs Schiff chauffiert, aber dann konnte ich doch noch hier ein bisschen Zeug machen. Okay. Schauen wir uns hier nochmal kurz um. Was war mit dir? Das hatten wir alles schon. Okay. Ja. Sonst noch was? Nein, okay. Ja. So, gut. Dann haben wir das. Ich will wie immer nichts verpassen. Versteht sich von selbst. Hallo. Der Wind steht sehr günstig. Geradezu perfekt, um zu segeln. Noch was? Nein. Gut. Oh. Junge, kennst du die... Achso, das hatten wir ja. Hatten wir in irgendeinem Part, der schon lange her ist. Ich glaube, die Kirche hat nichts Neues, oder? Hast du irgendwas Neues? Nee, Amen. So. Du hast auch nichts Neues, ne? Du brauchst... Ja, du brauchst Sardinen. Beziehungsweise eine Möglichkeit, um Sardinen haltbar zu machen. Ich erinnere mich schon, an die ganzen Probleme. Heute legt das Expeditionsschiff ab, das werde ich mir ansehen. Und wir kaufen uns jetzt ganz schnell einen Haufen Götterknollen. Wo ist denn hier sind Götterknollen? So. Zack, 9. Brauchen wir auch noch Wunderknollen? Ja, komm, Wunderknollen können wir auch noch hoch. Wunderknollen kann man auch noch voll machen, so. Aber die kleinen nicht mehr. Was hast du für mich? Das haben wir schon. Das haben wir im Prinzip. Doch, das haben wir auch, oder? Nee. Doch. Keine Ahnung, egal. Lassen wir das mal mit dem Gekaufe da. So. Ist jetzt auch nicht weiter so der Burner. Hier kann man noch reden. Du brauchtest eine Vase, ne? Ach ja, du brauchtest ein Mineral. Okay, genau. Oh, ich werde mir das alles wieder nicht merken können.
So, hat der Doc noch irgendwas zu sagen? Doggy Doggy? Doggy Doggy Doggy? Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. Er soll sich in meinem Hospital etwas erholen. Ja, okay, gut. Hättest du ihm mal Danke sagen können, dass ich ihn rette, deinen Freund? Hm. Okay, was sagt denn der Typi hier, der die Stadtentwicklung beobachtet? Bis jetzt gibt es kaum Industrie. Auch hier muss man etwas unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Deswegen sind wir immer noch bei 0%. Alles klar. Gut, haben wir das. Dann können wir noch... Huch, da wollte ich nicht nochmal hin, Entschuldigung. Dann können wir ja nur noch zum Hafen. Prima. Das wird eine lange Reise. Du solltest gut ausgerüstet sein. Die Anwendung von Magie und Ähnlichem ist an Bord untersagt. Woher wisst ihr, dass ich sowas kann? Immer noch kein Kristall. Ich meine, hier wäre irgendwann mal ein Kristall. Naja. Es muss ein anderer Hafen gewesen sein, wo so ein Kristall in so einer Hütte war. Melina! Du bist hier. Gut. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen. Prinzessin, bitte geht an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Bist du arg? Wir werden gleich ablegen. Begib dich an Deck. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Arg. Ich steuere übrigens nichts, das fährt von allein. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Da unten hat man jetzt mal die komplette Karte gesehen. Erstmal mit anderen reden. Selbstverständlich. Wenn du seekrank wirst, solltest du dich in deine Kabine hinlegen. Eine gute Brise. Diese Reise wird in die Geschichte eingehen. Wenn wir Erfolg haben, werden viele Menschen mit uns reisen. Dieses Schiff ist die Brücke zwischen den Kulturen. Ich bin glücklich. Das ist schön. Huch, darf ich da bitte vorbei? Danke. Hier irgendwas? Nein? Nein. Du noch was? Wenn du auf das Meer starrst, erwachen die Geister und holen dich. Du könntest einen kleinen Schreck bekommen. Ja, ich glaub's auch. Darf ich da rein? Ich darf da rein. Und da ist eine Truhe. Ach, okay. Wunder- oder Heilknollen dann. Also Wunder- oder Götterknollen. Egal, davon haben wir jetzt jeweils 9. Also, Melina, was hast du uns denn zu sagen? Prinzessin, du wirst dich hier draußen noch erkälten. Natürlich, das übliche Schweigen. Sagt sie sonst nichts? Oh, okay, ich dachte, da kommt mehr. Dann doch vielleicht du. Das hat man auch schon. Was muss ich tun? Melina. Red mit mir. Oder auch nicht. Muss ich mich hinlegen? Oh. I see. Hat jemand was gesagt oder war das nur ein Ton? Ah, okay. Habe ich weggedrückt. Entschuldigung. Kreisch oder... Ah! Was war das? Das war doch wohl nicht Melina. Ja, friedliche Musik zu... erschreckender Atmosphäre. Und es ist Nacht. Und da ist ein Geist.
Da liegt Melina. Und der Geist will ordentlich aufs Maul. Und ich krieg den Geist gerade nicht aufs Maul. Ja, Moment, ich habe doch bestimmt hier wieder mein Dingens, was ich anwählen muss. War das das hier? Sakralsiegel? Hält Geister fern, ja. Her damit. So, kommt her. Jetzt könnt ihr mich mal. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Können die mich jetzt noch? Können sie. Das ist gut. Aber wie ging denn das jetzt wieder? Konnte ich den nicht einfach... Da war ein Weißer. Den muss ich angreifen. Genau. Einer ist real immer. So war das. Du bist real. Du bist real. Du. Nein, jetzt ist er weg. Du bist real. Nein, du bist eine Illusion. Okay, aber immerhin kann ich sie jetzt angreifen. Das reicht auch. Dann hätte ich das vielleicht gar nicht auswählen müssen. Das ist der Kralsiegel, aber ist okay. So. Schiffsgeist verzieht sich. Puh. Ah, steht's wieder auf. Nächster Versuch. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja. Du bist ein seltsamer Mensch. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Warum kamst du? Ich glaube, ich beschützte dich, da du einer guten Bekannten ähnlich siehst. Einer Bekannten? Sehe ich ihr tatsächlich ähnlich? Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ihr seht aus wie Zwillinge. Und unsere Persönlichkeit? Ich dachte, du bist ein richtiges Ekel. Doch nach allem... Ehrlich? So schnell lernt man einen Menschen kennen. Vielleicht bist du jetzt enttäuscht, dass ich wie sie aussehe. Ich möchte alleine sein. Bitte lass mich. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Ich will gerade mal wissen, was kommt, wenn ich das andere anwähle. Aber Melina ist sanft und ruhig. Du erscheinst viel energischer. Was für ein Kompliment. Du bist mir aber ein Gentleman. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Okay, das ist dann dasselbe. Ich möchte allein mit... Okay, das läuft auf dasselbe hinaus. Okay. Hat mich nur gerade interessiert. Weil ich mir da nicht so sicher war. Immerhin hat sie mal geredet. Land! Ich sehe Land! Ah, wir kommen nach Amerika, wie man sieht auf der Karte. Na, da hat aber jemand gut geschlafen. Ah, okay, ah, du Schlafmütze. Wann stehst du endlich auf? Wir sind da. Land? Das neue Land? Wir sind da? Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen. Tja. Wir sind angekommen, das brauche ich immer noch nicht. Das war eine ziemlich ereignisreiche Fahrt. Und plötzlich ist das Schiff viel kleiner geworden. Du bist wohl nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist arg, richtig?
Ich habe einen Brief des Mädchens für dich. Sie ist vor einer Weile allein an Land gegangen. Frauen eben. Ag erhält den Brief. Kann ich den lesen? Briefe lesen? Ich möchte das lesen. Da ist es nicht lesen. Von Melina an Ag. Kann ich das so lesen? Ag liest den Brief. Danke, Ag. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis zu entlocken. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach dem Geheimnis, auch andere. Fyda erkannte die Situation und verbannte mich aus Loar. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tja. Falls schon jemand von euch damit gerechnet habt, ihr hattet recht. Sie war die Mörderin des Königs. Denn sie hat sich dann, ich würde sagen, sie hat sich erinnert, nachdem sie das Bild gesehen hat von den Eltern und nachdem sie ihr wieder erschienen sind und so weiter. Und dann, ja, hat sie ihn in der Nacht dann eben umgebracht. Wie er es verdient hat. So. Ist hier das Haus mit dem Kristall? Ah. So. Seeleute berichten von einem Nixenmantel. Er soll robuster sein als alles von Menschenhand Geschaffene. Mhm. Ein Nixenmantel, so, so. Klingt nach einer guten Ausrüstung für mich. Mal gucken, ob wir den bekommen werden. Internationaler Handel bringt multikulturelle Beziehungen. Ja, ihr habt ja schon Wörter gelernt, meine Herren. Gerade eben war noch gar keine Welt hier und plötzlich boomt die Wirtschaft. Naja, nicht ganz, aber fast. Ja, riesengroßes neues Gebiet. Hier werden wir uns sehr, sehr lange aufhalten und auch in sehr vielen Variationen und überhaupt und hast du nicht gesehen. Huch! Und ich habe direkt einen Wald gefunden, den Wind. Was haben wir denn hier? Außer lauter Flobbel im Baumstamm. Holzklotz. Ach ja, ich erinnere mich. Holzklotz. Gut, das müssen wir jetzt aber noch nicht machen. Das müssen wir jetzt noch nicht machen. War hier noch irgendeine Kiste oder sonst irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Nee. Nee, war nicht. Okay. So langsam kann man sagen, fängt das Spiel nämlich richtig an. Kann man jetzt so langsam sagen, ja. Tatsächlich fängt das Spiel jetzt so langsam richtig an. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Ich gehe erstmal hier oben rein. Denn das ist Seeheim. Dieses Jahr bescherte mir eine hervorragende Ernte. Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Wirst du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verändert, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Servas, mein Sohn, ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlich, man kann hier gut leben. Okay, du sagst immer dasselbe. Gut, ich dachte, da kommt noch was. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wieder geboren werden, dann als Bauer. Ja, und der Grund, dass ich mich jetzt hier umgucke, ist einfach der, dass der Part gleich zu Ende ist und das hier geht gerade noch so rein und wenn ich jetzt da unten in der Stadt anfange, dann wird es wohl eher mittendrin aufhören, das will ich nicht. Ich sah etwas, als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Na, das klingt ja mysteriös.
Ein Rätsel. Schaffst du es, alle Krüge wegzuschmeißen? Ist das schwer. Puh, geschafft. Und wir werden mit Vitalexe belohnt. Das werden wir das nächste Mal anlegen. Ich will jetzt erst kurz hier noch alles durchkriegen. Das ist nämlich echt noch drin, weil Seeheim ist nicht so groß. Hallo. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Kleinschneiden oder braten? Wir machen Currywurst. Du solltest sie kleinschneiden. Kleinschneiden? Das probiere ich. Bei den fünf Seen soll eine mysteriöse Kreatur leben. Mein verstorbener Mann behauptete, dort ein Tier gesehen zu haben. Wer bist du? Wer hat dir erlaubt, hier einzutreten? Hallo! Sofort raus, aber schnell, sonst werde ich ungemütlich. Hallo! Sofort raus, aber schnell, sonst werde ich ungemütlich. Okay. Ich gehe ja schon. Macht ihr mal weiter mit eurem, was auch immer das ist. Noch ein Haus. Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Oh, das ist traurig. In einem der Gebäude bereitet ein junger Kerl Großes vor. Ich weiß allerdings nicht, woran der Typ arbeitet. Schau selbst. Gute Güte. Ich will nicht wissen, was die geträumt hat. Wirklich nicht. So, da unten waren wir schon. Dann können wir noch hier rüber. Und da ist wieder der Heinz. Es wird schwierig werden, die trägen Menschen hier zu motivieren. Aber sie müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt entfalten. Wachstumsrate 0%, wie jede andere Wachstumsrate auch. Hui, das ist ein großes Haus. Und niemand ist zu Hause. Was ist das? Sieht aus wie ein Tagebuch. Mal sehen. Test des Prototyp 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt. Doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Propeller, eine Art Motor. Und jemand hat uns erzählt, dass etwas in den See gestürzt ist. Das wird doch nicht einen Zusammenhang haben. So, gehen wir noch ins Inn. Dann sind wir hier auch durch. Hallo. Welch eine nette Überraschung. Wir bekommen hier selten Besuch. Eine Übernachtung kostet 5 Taler. Nö. Ich will nur reden. Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker in den Great Lakes. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend rund um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Okay. Du bist ein Händler, ne? Natürlich bist du ein Händler. Brauche ich nicht. Danke. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal schauen wir uns in der unteren Stadt ein wenig um. Das war Seeheim. Und tschüss.